悪は絶対許さない。正義の味方、グレートサイヤマンだ。Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Works Heroes 2. In der letzten Folge haben wir bei Freezers Orbiter fast alles abgeschlossen und ja, wie ihr seht, bin ich passend angezogen für meine nächste Mission, für meine nächste Aufgabe, und zwar sind wir jetzt hier bei den großen Cybermen 1 und 2 und Jaco, warum auch immer der hier ist, einfach nur zum Posen. Und ja, wir sind natürlich passend angezogen. Nicht nur angezogen, ich habe auch andere Fähigkeiten und so, die alle so ein bisschen mehr so auf den großen Cybermen abgetrimmt sind. Und ja, wir sagen, wir fangen dann hier mal endlich an mit den Missionen und gucken, was hier überhaupt passiert und was wir machen müssen und so. Und ja, gucken wir mal, mit wem wir hier sprechen müssen. Allen drei. Bis später, großer Cyberman 3. Wir müssen uns um einen Notfall kümmern. Es sind Bösewichte aufgetaucht. Ein paar Bösewichte aufgetaucht. Wir müssen sie ausschalten. Ich fände es toll, wenn die Erdlinge ihre Planeten selbst schützen würden, aber dieses Mal ist es etwas anderes. Ein paar Teile meines Raumschiffs sind genau da, wo die bösen Jungs aufgetaucht sind, also muss ich euch wohl oder übel helfen. Das hier ist keine Übung, sondern eine echte Mission. Denk einfach an alles, was du gelernt hast, dann klappt das schon, versprochen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 2, 3, Jaco, auf geht's. Ja, das wollte ich hören. Es ist an uns, den Frieden auf den Planeten zu schützen. Wir setzen bei dieser Mission große Hoffnung in dich, großer Cyberman 3. Machen wir uns auf den Weg. Ja, meine Klamotten sind natürlich so eine Anspielung an die anderen Cybermans. Anderer Grünton, anderer Rotton. Finde ich es gut entstanden. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen und ich würde euch auch sowas von danken. Okay. Dann kommt mal her. Ich habe natürlich auch ein paar Dinge. Sie hat die Gerechtigkeitspose. Boff. Natürlich können wir zusammen posieren. Ich merke gerade, gegen wen wir hier kämpfen. Ja, ich habe nicht zum Aufladen hier, ne? Nur Dingens, ja, Posen und so. Ja, aber die kommen richtig gut, was ich hier gemacht habe. Was? Ist das überhaupt Ki? Nee. The Great Cyberman Wolf. Ja, ich frage mich, welche Werte davon überhaupt erhöht werden. Und zack. Ja, genau. Deswegen verliert ihr alle. Noch mal, ich treffen müssen. Wolf, komm her. Genau, alles lahm ausreden. Erstmal posen. Na gut, da kein. Was zum. Was war das? Nicht gut, da keine Kiefer braucht. The Great Cyberman. Ah! Übrigens ein gefärbter Heldenanzug von der Capsule Corporation. Ich habe ja nichts vom Zeitsoldaten und so, Zeitpatrouille ja in der Marke. Was ich ein bisschen doof finde. Boah, weg bitte. Für Posen. Ich bin auf C18 als Meisterin. Was immer zu Zell wechseln sollen, mit dem habe ich noch nichts. Aber ich muss hier alle zwei
alle Kämpfe irgendwie eher so 2-3 Kämpfe wieder offscreen machen oder so. Wäre ein bisschen nervig. Bei der Soldatenakademie geschieht gerade etwas, das interessiert mich jetzt aber nicht so. Wir haben es geschafft, diese Bösewichte hatten keine Chance. Was für ein toller Sieg. Es war gute Arbeit, die großen Saiyamans. Die Erde ist wieder sicher. Hey, hast du nicht jemanden vergessen? Ihr habt nur gewonnen, weil ihr einen super Elite an eurer Seite hattet. Aber du hast doch die ganze Zeit nur noch dein Raumschiff heimgesucht. Der war andeutend nicht sein Feigling? Das ist eine Frechheit. Ihr habt nur gewonnen, weil ich euch den Rücken freigehalten habe. Ganz ruhig. Können wir uns nicht einfach gemeinsam über unseren Sieg freuen? Ich will nämlich auch, dass sich drei super angestellt hat. Ich glaube, wir können dir ab jetzt mehr Missionen anvertrauen. Beim nächsten Notfall verlassen wir uns alle auf dich. Okay, ja. Dann kommt mal her. Großer Saiyaman 3, wir haben auf dich gewartet. Ja, großer Saiyaman 3, wir haben dich erwartet. Ach, diese Typen. Hm, du hast beim Training ordentlich Gas gegeben, oder? Du scheinst all meine Erwartungen zu übertreffen. Trägst wahrlich Gerechtigkeit in dein Herzen. Du hast uns sehr stolz gemacht. Jetzt wollen wir das Tempo etwas durchziehen, deshalb etwas anziehen. Deshalb haben wir uns ein spezielles Training für dich ausgedacht. Wenn du das Training geschafft hast, hast du ein paar große Schritte in Richtung Heldendasein gemacht. Bist du bereit, großer Saiyaman 3? Es ist soweit. Du bist bereit, der große Saiyaman 3 zu werden. Aber pass auf, wir werden es dir nicht einfach so einfach machen. Das Böse ist richtig los, also müssen wir es auch sein. Du wirst alles geben müssen, wenn du gewinnen willst. Wird sicher nicht leicht fallen, aber es ist zu deinem Besten. Wir sind überzeugt, du kannst es schaffen. Also, bist du bereit, großer Saiyaman 3? Ich werde dieses Mal nicht da sein, um dich zu unterstützen. Du musst also dein Bestes geben. Was? Fragezeichen? Okay. Warum ist das ein Fragezeichen? Wie ominös. Helden gegen Soldaten. Also nur noch 15 Leute. Das ist ja die mit dem Pilzkopf. So, abgezogen irgendwas. Sehen wir da Fragezeichen. Ja, der große Cyberman ist hier. Buff. Ja. Ja, meine Links wurde aktiviert trotzdem. Glaube ich, meine Grundangriffe. Die Pose hat aber nicht so lange. Schade. Den einen im dritten schon erledigt oder waren ja nur zwei? Ja, das ist für einer. Mein Gott. Wie du hast auch Saiyaman-Klamotten an. Eine Spinne. Es kann nur drei geben. Ohne. Wo ist das? Ja, am liebsten auch so einen Helm wie er angezogen, aber den habe ich nicht freigeschaltet. Schade. Ja, Kopftuch tragen, um mich hervorzuheben. Ja, ich weiß. Glückwunsch, großer Saiyaman 3. Glückwunsch, großer Saiyaman 3. Super, ich wusste, dass du es drauf hast. Ich habe von Anfang an dich geglaubt. Ich war auch relativ sicher, dass du es schaffst. Du hast dich zweifelsohne als würdiger Verteidiger der Gerechtigkeit erwiesen. Wir wollen nicht, dass du es dabei belässt, sondern auch, dass du auch noch stärker wirst. Du musst auch ohne unseren Frieden wahren können. Ja, es ist schließlich nicht gesagt, dass wir immer da sein werden, um an deine Seite zu kämpfen. Du kannst nicht immer auf die Super Elite verlassen. Ich könnte jederzeit zu einem entfernten Planeten entsandt werden, der geht mir so auf die Nerven. Wir werden jetzt dein nächstes Training entwickeln. Bis dahin wird aber nicht gefaulenzt. Na, wenigstens fangen die direkt an. So, 70%, was? Also noch drei Dinger. 10% jedes Mal. Wir sind alle hier. Unsere Ingabe für die Gerechtigkeit haben uns zusammengeführt. Wir brauchen dringend deine Stärke. Was ist los, großes Saiyaman 1? Ist etwas vorgefallen? Ich sage es nicht gerne, aber die Erde ist in großer Gefahr. Was?
Ein paar wahrhaft böse und unglaublich mächtige Wesen sind auf der Erde aufgetaucht. Das kann nicht sein. Wir sind die einzigen, die die Bedrohung zurückschlagen können. Diese Mission wird extrem gefährlich. Ich weiß nicht, wie der Kampf ausgehen wird. Aber das heißt nicht, dass wir den Schwanz einziehen können. Wir müssen kämpfen. Wir müssen um das Schicksal des Planeten kämpfen. Ich will deine Aussprache nicht unterrichten, aber wenn die Gefahr wirklich so groß ist, sollten wir dann nicht los? Jetzt sofort? Ja, das sollten wir wohl. Auf geht's. Das hier ist der Notfall. Du hast keine Sekunde gezögert. Das ist, was ich an dir mag. Drei. Denk dran, dieser Gegner hat sehr viel Ki. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Der Kampf wird hart werden, aber was auch immer passiert, wir müssen bis zum Ende durchhalten. Machen wir uns auf den Weg. Ja, no, was? Cell Junior, Cell und Superboo. Nicht Freezer von allen Leuten, sondern dem Film nachempfunden. Okay. Monsterschlägerei. Ach man. Ich frage mich, was Cell sagen würde, wenn er das Song One so sehen würde. Ja, komm her. Au, au, au. Hast du mich gegen den geschlagen? Ich glaube, ich spinne. Ja, wer macht du einen Cut? Freue ich mich um den, der mich die ganze Zeit verfolgt. Der Falkenangriff. Ach man. Da hilft mir zwei. Wenn ich vielleicht viel stärker, wenn ich irgendwie Angriffe reingebracht hätte. Boff. Einer getötet. Du, ey. Was? Hier geblieben. Ja, wo ist der letzte? Aua! Jedes Mal. Nein. Brutaling. Muss mal posen. Da. No, Wakamoto, komm her. Auf. Wart. Der Effekt schon wieder weg von der Pose. Komm her. Ey. Wer hat den rausgeschossen? Mann, Jaco, du warst doch, oder? Ist ja doch, der kann man nicht trauen. Ja. Au. Ja. Oh, ich wünschte, ich wäre ein Vogel. Die Angriffe bringt auf jeden Fall wieder jetzt Angriffe. Nicht so beschissen wie die vom Satan jedenfalls. Ah! Na, Steine geworfen, Jaco. Naja.
Ach, warte. Das war ihr. Gut, weiter. Ah, schön. Die Soldatenakademie geschieht, was ich weiß. Das war gute Arbeit, Leute. Die Gerechtigkeit hat wieder einmal über das Böse gesiegt. Wir haben es geschafft, die Alice aus den Klauen des Bösen befreit. Was heißt denn noch auf der Erde? Ach ja, Geschichten wird von den Siegern geschrieben. Solange wir hier sind, wird niemand den Frieden auf der Erde stören. Siehst du das nicht auch so, großer Saiyaman 3? Ja, nächstes. Schau mal, ist in dem Part. Großer Saiyaman 3, du bist endlich hier. Großer Saiyaman 3, du bist endlich gekommen. Musst du eigentlich alles umschreiben, was er sagt? Als Verteidiger der Gerechtigkeit kämpft man nicht ständig gegen Bösewichte. Es geht auch darum, Leute vor Katastrophen zu schützen. Eine Aufgabe der Verteidiger ist es auch, Leuten in der Not zu helfen, ganz egal wie gefährlich es auch sein mag. Du sollst niemanden in Not ignorieren, das muss auch die Galaxis-Patrouille noch lernen. Rettungsmissionen sind ein Grundpfeiler des Heldendaseins und wir wollen, dass du heute alles Nötige darüber erfährst. Hör mir gut zu, dann wirst du ein besserer Held werden. Bist du bereit? Du bist jetzt richtig, großer Saiyaman 3. Ich sehe, dass das Feuer der Richtigkeit in dir lodert. Du bist im Training vor keiner Herausforderung zurückgewichen. Es ist wirklich schön, so etwas zu sehen. Ich bin sicher, du bist auch dieser Herausforderung bestehen. Okay, großer Saiyaman 3, ziehen wir es durch. Ich drücke dir die Daumen und dabei trinke ich ein leckeres, erfrischendes Glas Milch. Oh ja. Okay. Nee, wir die Gefallenen wieder. Okay. Aus Not retten. Nee. Wiederbelebung. Na, voll extrem. Belebe die Toten wieder. Machen Leichenschändung. Was? SOS an alle Helden. Kirsty, Randall, John und Ronald. Nein. Da ist auch schon einer. Hör doch nicht wieder nur auf mich. So, ich muss das nicht nur ich machen. Wie viel hat er abgezogen? Kann man nicht mal irgendwie dazu was zu machen? Was zum? Oh mein Gott, die halten voll viel aus, merke ich. Tun voll viel aus, merke ich gerade. Ich verarsche. Aber ich hab nicht. Alter! Aua. Lass mich den wiederbeleben. Da bist du. Ha. Leck mich. Wie gesagt, ich muss die jetzt noch erledigen. Ha. Könnt mich mal. War einfach. Ich viel mehr abgezogen kann das sein. Oh, letzte Mission jetzt, ne? Wenn immer 10 gibt. Wer ist denn der letzte Gegner? Wer könnte denn der ultimative Gegner für den großen Saiyaman sein? Keine Ahnung. Zelda haben wir schon bekämpft. Es war Wahnsinn, großer Saiyaman 3. Tolle Arbeit, großer Saiyaman 3. Du hast das Rettungstraining ohne Problem gemeistert. Du hast wirklich das Zeug zum Helden. Aber ruhe dich nicht auf den Lorbeeren aus. Du hast noch einiges zu lernen. Wäre es nicht einfacher, dein Gehirn mit der Lernmatrix zu verbinden, dann wärst du in 4 Stunden fertig. Vor allem alles, was der sagt, irgendwie hat irgendwie gar keine Bedeutung hier, ne? Es wäre unehrenhaft und stünde allen entgegen an, was die Verteidiger der Gerechtigkeit glaubt. Okay, doch. Wie soll er sagen, dass das Gesamttraining der Galaxis-Pool eine Mogelpackung ist? Wie auch immer, wir müssen ein nächstes Training erstellen. Also, wiederhole am besten nochmal alles, was du gelernt hast.
Okay, dann ignoriert mich einfach halt. Ja. So läuft das doch die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. So, nur noch einmal. Ja. Jetzt war auch hier fertig. Schön, dich wiederzusehen, großer Teil 3. Wir haben schon auf dich gewartet. Kannst du uns helfen? Wie sagt ja. Oh, und du kannst uns vielleicht auch helfen, Jaco, wenn du schon mal hier bist. Hätte er mich nicht sonst etwa sonst nicht gefragt? Hm, du bist echt sehr redegewandt, aber es gibt keinen Grund, euch nicht zu helfen. Ist das ein außerirdischer Roboter? Ich könnte ihn als Ersatzteillager für mein Raumschiff gebrauchen. Du darfst diesen Roboter nicht auseinandernehmen. Dieser Roboter und seine Besitzer und seine sind sehr, sehr wichtig für uns. Sie sind unsere Freunde. Oft haben wir jetzt schon zusammen gekämpft. Wir wenden uns an dich, weil wir dir vertrauen. Also wirst du uns anhören? Ich wusste, du willst ja sagen. Wir sind dir echt dankbar für deine Hilfe. Jetzt, wo du uns erschützt, fühle ich mich schon viel besser. Boah, die Mission hat noch nicht mal angefangen. Glaub nur nicht, dass das einfach wird. Mit mir an eurer Seite seid ihr sicher. Ich habe heute richtig Lust, also könnt ihr euch ein bisschen entspannen. Also gut, auf geht's. Und ach du Kotte. Schrottsammler des Guten? Pan wird besiegt, was? Hallo, ich habe Pan noch nicht freigeschaltet. Na, vielleicht bald. Wenn aus diesen Eiern ja GT-Sachen kommen. Ja, okay, wir müssen mal gegen Shenlongs und so. Hallo, wir haben noch gar nicht gekämpft. Ach so. Was zum Teufelsdrachen? Wir sind dir noch nicht mal begegnet. Hey, was war das denn? Wie war das bitte schon nicht Z, ey? Da war Rekordzeit. Hey. Ja, wahrscheinlich hätte ich die alle erledigen müssen noch, ne? Okay, das war easy. Easy peasy breezy. Die Mission war ein voller Erfolg und das vor allem wegen dir. Vielen Dank. Wir konnten unsere Pan beschützen. Wir konnten Pan beschützen. Ich bin einfach nur froh, dass sie in Sicherheit ist. Was für ein mieses Bösewicht greift denn ein Kind an? Keine Ahnung, wir haben ja niemanden gesehen. Ich weiß, dass alles sehr schnell ging. Deshalb bin ich besonders dankbar, Drei. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Drei. Du warst echt beeindruckend, aber an einen super Elite für mich kommst du natürlich nicht ran, ist klar. Lass uns ab jetzt gemeinsam den Frieden auf der Erde wahren. Wir sehen auf dich, großer Saiyaman 3. So, jetzt brauche ich noch ein Item irgendwo. Böses, muss zittern. Ich brauche noch ein Ei. Satan, gibst du mir ein Ei? Oh, du bist ja von denen alle sprechen. Ich glaube, die ganze Stadt weiß schon, wer du bist. Gibst du dein Bestes. Du bemühst dich zwar nicht so sehr wie ich, aber du versuchst es. Ich habe einen perfekten Job für einen unerfahrenen Held wie dich. Ist auch schon eine Weile, aber ein mieser Typ hat etwas Komisches auf mein Land abgeladen. Mich wieder das Zeug irgendwie an. Würdest du es entfernen, bringe es am besten zu einem Besitzer zurück. Es war ein Verteidiger der Gerechtigkeit doch kein Problem. Vielleicht ist es kein ganz voller Job, aber bleib wachsam. Denk dran, es zum Gaunen zurückzubringen, der es mir abgeladen hat. Ach, noch was, ich habe noch eine Nachricht für diesen fiesen Drecksack. Sag ihm, dass diese Stachelfrisur bescheuert aussieht. Kannst du dir das merken? Und sag ihm, dass es nicht so ein Feigling sein soll. Wenn er mich anglotzen will, soll er erst seine Maske abnehmen, alles klar? Okay. Schon wieder. Ja, ich habe schon wieder überall. Ja, 3000 Cent, das ist voll viel. Okay, dann sind wir ja fällig. Ja, auch 100%. Jetzt fehlt nur Capture Corporation, die 14%. Von denen ich nicht weiß, wo ich die auftreiben soll. Ah, kommt wahrscheinlich noch. Hier. What the heck? So, dann gehen wir mal zur Soldatenakademie. Ich wollte ja die ganze Zeit hier, deswegen gehe Krillin und
Videl wollte ich jetzt sagen, C18. Helene, ich hörte, bietest du deinen Dienst als Ausbilder kostenlos an, stimmt das? Oh Gott. Also ja, aber das ist kein Problem. Immerhin muss ich diese Person um das Universum kümmern. Von redest du, solltest dir weniger Gedanken über das Universum als über die Finanzen deiner Familie machen. Das ist eigentlich mit deinem Job als Polizist. Sag nicht, dass du was verabschiedet. Was? Natürlich nicht. Ich nehme nur ein bisschen bezahlten Urlaub. Außerdem habe ich einen Ruf als großartiger Polizist. Obwohl du schwächer bist als ich. Also ja, aber ich tue trotzdem alles, um meine Familie zu beschützen. Mal ganz abgesehen von der Stärke, ich will ja das Leben so leicht wie möglich machen, meine Liebste. Du hast recht, ich kann nicht alles dir überlassen. Ich muss mich noch viel mehr anstrengen, um dich glücklich zu machen. In Ordnung, ich verstehe schon, es reicht. Kein Wort mehr, okay? Hm, was habe ich falsch gesagt? Warum bist du denn so rot? Also, das werde ich gar nicht. Alles in Ordnung, du Dummerchen. Ja. Konnichiwa. Und jetzt so fleißig bei deiner Ausbildung, weil du dich so angestrengt hast. Ich möchte dir das hier geben. Geht er mir einfach nur seine Kapsel und schmeißt sie so auf den Boden und tritt drauf. Weil ich schon voll bin. So, wir haben jetzt alle Eier, ne? Zeig mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, ne? Und mit Scouter hinterließ. Welch genau Kiala hinterließ. Ein verdächtiger Mann hinterließ. Eine verdächtige Frau hinterließ. Maskierter Mann, ja. So, ich habe noch ein paar Leute hier gesehen, die wir ansprechen können. Und ja, gucken wir mal. Haben wir noch ein paar so gefunden. Vielleicht sind ja welche, die ich schon mal hier angesprochen habe oder so, keine Ahnung. Hier ist zum Beispiel einer. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Ich dachte, ich sollte mich Moscha kleiden, also bin ich in einen Laden gegangen. Ist auch nervös, wenn du neue Kleidung kaufst? Nein, vielleicht liegt es an mir. Ja, jedenfalls sind meine neue Kleidung zu klein, die passen nicht. Und Gott, Schuhkleidung. Ah, ich denke, dir könnten diese Kleider passen. Möchtest du sie haben? Nein, du musst mir nicht zahlen. Ich habe sie schließlich falsch ausgesucht. Gott, neue Kleidung. Oh. Was passiert denn, wenn ich die aus Versehen verkaufe oder so? Komme ich hier irgendwie wieder? Wir waren aber noch mehr hier. Ushimitsu. Ich weiß es nicht, was ich jetzt gemacht habe. Oh, du scheinst ein beachtliches Sang- und Kostüm zu haben. Weißt du, ein Kostüm, was ich beim Schneider bestellt habe, kam in einer völlig falschen Farbe. Du hast dich zufällig am Wettkampfski, oder? Ich will ihn dir gegen einen Krillin Ohren Tempel-Gi tauschen. Hm. Ich dachte, ich weiß es nicht. Kann es sein, wenn ich mich irre, ist das ein Wettkampfski? So, ich gegen einen Krillin. Okay, ja. Vielen herzlichen Dank. Ich suche schon ewig nach einem Wettkampfski. Ich schulde dir was. Oh, danke für deine Hilfe. Es ist viel schönere Kleidung zu tragen, die man mag. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier weggepackt habe, aber was soll's. Na, hier unten war noch einer. Solani, gibst du mir auch Klamotten? Ich zeige dir, was an Saiyajin Elite Krieger aus. Weich aus, wenn du kannst. Wenn du überlebst, ist die Erde verloren. Mal schauen, wie dein Kamehameha gegen diesen Move besteht. What? Kamehameha. Nee. Jetzt mal Kamehameha. Ah, Galaxstrahl, okay. Wie Kamehameha? Ich bin ein Elite-Saiyajin. Wie ist denn das passiert? Ah, ganz schön Spaß jetzt, zwischen Galaxstrahl und Kamehameha nachzustellen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Bad hier. In der nächsten Folge sehen wir, was es mit diesen Eiern auf sich hat. Endlich. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ich meine, tschüss.